schon lange her. Denn so schön und gut, so ist es schon lange nicht mehr. Lyra und Sophie waren in den gleichen Jungen verliebt. Und da fing die Story an, die so viele runterzieht. Sophie kam mit ihm zusammen und Clara kam nicht klar. Sie will sie fertig machen und sie fasste diesen Plan. Sie erstellt ein Fake-Profil bei Insta mit dem Namen Sophie die Schlampe, denn Clara will ihr schaden. Und sie postet dann ein Bild von Sophie und sie schreibt: Das ist Sophie die Bitch, die nachts immer weint. Und sie postet dann ein Bild von Sophie und ihrem Freund. Und sie schreibt: Ich bin Sophie und ich nehme alle Boys. Sophie weiß nicht weiter, weil jeder kann es sehen. Alle lachen über sie und Sophie, sie weint Tränen. Sophie fragt nach Schluss, denn er kann es nicht ertragen, eine Freundin zu haben, über die alle lachen. Sie weiß nicht mehr weiter, es gibt nichts mehr, was sie hält. Schuld daran, dass Mobbing in der virtuellen Welt. Mobbing, das verletzt und die Träne, ja, sie fällt. Viel zu viele Mobber in der virtuellen Welt. Denk darüber nach, was bringt es denn? Denk darüber nach, du musst erkennen. Denk darüber nach, weil es viele Menschen quält. Hör auf mit dem Mobbing in der virtuellen Welt. Sophie weiß nicht weiter, sie fühlt sich allein. Sie will nicht mehr sprechen, sie öffnet sich kein. Wieder kommt ein neues Bild online in das Internet. Diesmal steht da drunter, Sophie geht mit jedem Jungen ins Bett.